Das Supercar-Schnäppchen ist wieder da und dieses Mal ist die Corvette noch mehr Sportler denn je. In der 8. Generation ist der dicke V8-Muskel der Corvette von vorne nach hinten gewandert. Eine Revolution. Der unter einer dicken Plexiglasscheibe gut sichtbare 6,2 Liter große V8-Saugmotor mobilisiert in seiner Basisleistungsstufe 495 PS und ein maximales Drehmoment von 637 Newtonmetern. Das Triebwerk ist an ein 8-stufiges Doppelkupplungsgetriebe mit Schaltwippen hinterm Lenkrad gekoppelt, das besonders schnelle Gangwechsel ermöglichen soll. Aus dem Stand geht es damit in 3 Sekunden auf Tempo 100. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei über 300 km/h. Die neue Mittelmotoroptik gibt dem US-Sportler einen völlig neuen Charakter. Das um satte 42 cm nach vorn versetzte Armaturenbrett ermöglicht eine bessere Gewichtsverteilung und damit verbunden deutliche Vorteile bei Längs- und Querdynamik. Was dem Piloten jedoch fehlt, ist der unvergleichliche Blick auf die ehemals nicht enden wollende Motorhaube. Der Marktstart der neuen Mittelmotorwette wird Anfang 2020 sein. Und er wird dann zumindest in den USA mit einem Einstiegspreis unter 60.000 Euro ein echtes Supersportler-Schnäppchen. Wir hier in Deutschland müssen uns wohl auf eine deutlich teurere C8 einstellen.